Stellaris, liebe Freunde, willkommen zurück. Ich mache direkt mal weiter Play. Denn wir könnten eventuell noch in dieser Folge mal schauen, an die 350 Kristalle kommen, an die Mineralien, um unser Kolonieschiff schon zu bauen. Zumindest habe ich die Hoffnung, dass wir da jetzt endlich langsam in die Richtung kommen. Ja, und ansonsten wollten wir weiter forschen, diese G-Sterne. Haben wir jetzt... Das ist ein klasse K-Stern. Ist ja im Übrigen auch in der Realität so. Können wir gerne mal ein bisschen drüber schnattern, wenn wir schon ein Weltraumspiel spielen. Ja, die Klassifizierungstypen, die hier eingebaut sind, ist ja auch in der Realität so. Ist ja von der Realität übernommen. Oh, jetzt müssen wir erstmal hier kurz Pause machen. Panelli ist fertig erkundet. Die McLachlan mit Leonid. In welcher Richtung gehen wir mal? Ich würde sagen, wir schicken einen in diese Richtung und einen in diese Richtung, ne? Hier ist gerade noch der Jean am Werke. Dann schicken wir doch mal den Leonid auf der McLachlan in diese Richtung, würde ich sagen. Das System haben wir, glaube ich, schon. So. Also und... Genau. Zusätzliche Bergbaustationen sind gebaut worden. Das heißt, wir haben 108 Einfluss bekommen. Das variiert immer zwischen 80 und 170 oder sowas. Das passt. So, und dann haben wir zweimal Technologie. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Gucken wir mal rein. Wir können bauen... Oder erforschen eigentlich. Flottenkapazität plus 10%. Flottenkapazität haben wir hier oben. Derzeit 13 maximal. 3 Schiffe haben wir. Ich mache mal kurz Pause. 10% wären 1,3. Wird auf 14, vielleicht 15 gehen. Nee, brauchen wir derzeit noch nicht. Monatlicher Einfluss plus 1. Neuer Erlass. Propagandaübertragung. Aber wir haben derzeit noch relativ viel, weil wir den Einfluss noch nicht brauchen. Da macht das Biolabor eigentlich am meisten Sinn. Dann nehmen wir das Biolabor. Oh, das ist interessant. Fusionsraketen. 480. 24 Monate. Das ist natürlich genial. Wir könnten bereits Raumhafen Stufe 3 bauen. Und das würde uns den Zerstörer schon sichern. Dauert 44 Monate. Oder Ingenieurlabor. Also das ist relativ genial. So viel Glück hatte ich bei meinem anderen Spielstand noch nicht, dass ich so schnell an die Zerstörer reingekommen bin. Das hat weit länger gedauert. Wobei ich auch dazu sagen muss, in meinem privaten Spielstand hatte ich nicht so viele Forschungspunkte am Anfang, weil ich nicht so viel Forschungsstationen bauen konnte. Da hatte ich allerdings viel mehr Mineralien in meiner Umgebung und dafür weniger Forschungspunkte. Hängt das vielleicht mit der Wolke zusammen? Ich weiß es nicht. Wir nehmen aber erstmal das Ingenieurlabor. Das kann durchaus sein. Wir machen mal weiter. Dass wir hier, weil wir hier einen Nebel haben, wir dadurch weniger Mineralien haben, aber mehr zum Erforschen. Wäre eine Möglichkeit. So, achso, ist wieder in uns Formalhaut. Der fliegt ja jetzt noch weiter. Er kann das ja nicht an einem Stück machen, deswegen muss er Zwischenstopp machen. Aber die greifen uns, glaube ich, nicht an. Nein, die bleiben im Orbit. Sehr schön. Was wollte ich erzählen? Genau, das ist ja hier diese Klassifizierungen der Sterne. Ihr kennt das vielleicht noch von euren Astronomieunterricht. Ist ja tatsächlich so. Und der Klasse G-Stern... Oh. Wieder diese beschissenen Amöben. Das haben wir auch Pech. Das gibt's ja nicht, dass die in jedem System so zahlreich vertreten sind. Was ist denn das für ein beschissener Start?
Gut, das System erkunden macht derzeit wenig Sinn, da wir es nicht komplett erkunden können. Und aus Erfahrung, glaubt mir, wenn wir hier irgendwas hinzimmern, dann greifen uns höchstwahrscheinlich diese Tiere, die in diesem System sind, an. Wir könnten zwar erkunden, die würden nichts tun, würden wir hier aber einen super tollen Planeten finden mit super tollen Mineralien, dann würden die höchstwahrscheinlich dann auf unsere Station fliegen und die wieder zerstören. Deswegen bringt das Erforschen nichts, solange wie wir hier die Möben, die Weltraumamöben nicht aus dem Weg räumen können. Shit. Das ist echt ein beschissener Start. Das Konstruktionsschiff, das lassen wir mal gesagt. System erkunden. Ja, zurück zu den Klassifizierungen. Also, Klasse G ist wie unsere Sonne. Und unsere Sonne ist von der Größe her, von der Gravitationskraft her genau so, dass ein Planet in der bewohnbaren Zone weit genug weg ist. Hier gibt es leider keinen Planeten, den man besiedeln könnte. Weit genug weg ist, dass er sich nicht mit der Rotation bindet an die Sonne. Und nicht so weit weg ist, dass er den Einflüssen von anderen vielleicht ausgesetzt ist. Ja, dass die habitable Zone zu weit draußen ist. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ist ein Stern kälter wie die Sonne. Also, sagen wir mal, größer. Ja, das sind eigentlich die größeren sind die kälteren. Das sind die roten Riesen. Die sind relativ kalt, sind größer, aber kälter. Und da muss der Planet, um, sagen wir mal, Temperaturen zu haben, wie auf der Erde, näher dran sein. Ist der Planet näher dran, dann bindet er seine Rotation, dass er der Sonne immer dieselbe Seite zeigt, so wie der Mond bei der Erde das tut. Ja, das heißt, es kann gar kein gesundes Klima geben. Das heißt, die roten Riesen fallen nahezu aus, dass da irgendwelche bewohnbaren Planeten sind, theoretisch, in der Realität. Anders ist es bei den heißeren Sternen. Ja, die sind so heiß, da muss der Planet weiter draußen sein, also der Abstand muss größer sein. Wäre die Sonne heißer, dann wäre es auf der Erde auch heißer und dann würden wir nicht leben können. Dann hätte sich gar kein Leben gebildet. Dann müsste die Erde, um angenehme Temperaturen zu ermöglichen, weiter draußen sein. Weiter weg vom Stern. Und da ist dann wiederum das Problem, du hast halt weiter draußen in der Regel Gasriesen und so weiter und so fort. Und ja, auch ob das so optimal ist, weiß man nicht. Deswegen sind die geeigneten Kandidaten, um andere Planeten zu finden, ich rede jetzt von der Realität, diese Sonnen mit der G-Klassifizierung. G wie guter Stern zum Beispiel. Und dann hat sich herausgestellt, dass die meisten Sonnen, die diesen G-Faktor haben, das heißt, die sind etwas so groß sind und so schwer wie die Erde, wie die Sonne, sorry, dass das in der Regel Doppelsternsysteme sind. Und da kann natürlich erst recht kein Planet eine stabile Umlaufbahn haben in einem Doppelsternsystem. Und deswegen ist natürlich die Frage, ob man überhaupt jemals wirklich bewohnbare Planeten finden kann. Klar, man kann auf jedem Planeten leben. Da muss man halt Raumstationen bauen. Aber wirklich, wie auf der Erde, wird es wahrscheinlich recht selten geben. Sagen wir mal so, es wird es geben. Das System ist natürlich toll hier. So, und während ich euch hier zuberlabert habe, sehen wir, dass wir bald unser Kolonieschiff bauen können. Es ist bald soweit. Gut, Leonid ist Stufe 4. Ich mache mal ein kleines bisschen wieder runter. Er kennt immer, dass ich hier an langsamer mache, dass ich mich jeweils immer neu einlogge. Und ich habe auch schon überlegt, weil die Folgen da recht lang sind teilweise, was gar nicht so meine Absicht ist, vielleicht anstatt immer Folgen aufzunehmen, vielleicht mal wirklich 2-3 Stunden am Stück aufnehmen und dann die Folgen zusammenschneiden, ohne dass ich an- und abmoderiere. Dann kann ich die Folgenlänge ein bisschen besser variieren. Da kann ich wirklich sagen, alle 20 Minuten oder sowas. Muss ich mal schauen, das wäre eine Idee, wo ich vielleicht auch umsetzen werde. Ja, ist dann halt vielleicht ein bisschen besser.
Weil ich nehme eh immer mindestens 3-4 Folgen am Stück auf. Das heißt, ich spiele eh immer 2 Stunden. 1,5 bis 2 Stunden. Also jetzt hier im Let's Play, was ich aufnehme. Und das kann ich theoretisch auch am Stück machen. Kann die dann zusammenschnibbeln. Und krieg dann nicht so lange Folgen raus. Ich meine, 30 Minuten Stellaris anschauen. Ja. Ne, ist halt doch schon recht lang. Habe ich ja auch teilweise das Problem beim Politik-Simulator. Und ja, das war halt meine Überlegung, wirklich am Stück aufnehmen, die An- und Abmoderation einfach wegzulassen und dann das zusammenschnippeln, wie es halt passt. Weiß ich nicht. Mal gucken. So, 366. Ich würde sagen, Erde ist hier. Raumhafen. Bauen bitte ein Kolonieschiff. Na, Gott sei Dank. Jetzt können wir die neuen Mineralien, die jetzt reinkommen, auch wieder ein bisschen investieren in Gebäude etc. etc. pp. Da wir jetzt erstmal nicht mehr auf dem Kolonieschiff sparen müssen, können wir sagen, wir könnten entweder hier ein Forschungsding freiräumen oder wir machen das, was ich schon vorgeschlagen hatte, dass wir dann hier auch nochmal was für den Bergbau tun. Bergbaunetzwerk 1. Das zweite hatten wir ja noch nicht erforscht, ne? Und das kommt auch noch nicht, schade. Da hatten wir jetzt ein bisschen Pech beim Losen von den Technologien. Da würde mir die Bergbaustufe 2 schon mehr helfen. Oh, dieses System ist genial. Guck mal, hier können wir wirklich überall Stationen, hier gibt es überall was abzubauen. Also dieses Nihil-System müssen wir uns irgendwie einverleiben. Zur Not mit den Außenposten. Aber noch haben wir ja keine anderen Rassen entdeckt, die uns das streitig machen könnten. Genau, würden wir nämlich hier auf der Erde schon das Bergbaunetzwerk Stufe 2 haben, dann hätten wir nochmal einen Kristall mehr. Und das macht sich dann auch, kann man ja mal sagen, mit amortisieren. Das kostet 51 Kristalle, das zu bauen. Ich glaube, die Stufe 2 kostet 60 Kristalle. Hat ein Kristall mehr. Da sagt man, oh, ist doch nicht so das Problem. Pustekuchen. Der Kristall mehr, der das bringt, kostet zwar 9 Kristalle mehr im Endeffekt, aber diese Gesamtkosten 60 haben sich bereits schon nach 60 Monaten ausgeglichen. Und ab dem 61. Monat machen wir dann schon mehr, als würden wir das so lassen. Ja, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Hätte sich halt amortisiert. Hätte sich ausgezahlt, umgangssprachlich. Das mal so zu sagen. So. Gut, hier an der Seite sehen wir übrigens, wie weit das ist. Bei 17% kann man mit dem Tooltip halten. Sieht man auch, ihr habt es bestimmt schon gesehen, die letzten Folgen. Entsprechend hier jeweils, wie der Stand der Dinge ist. Was machen wir denn mit unserem Bergbauschiff? System Survey complete. Gut, ich mache kurz Pause. Ich würde sagen, diese kontinentale Welt tun wir ja höchstwahrscheinlich noch nicht gleich kolonisieren. Da haben wir schönere Planeten in der Umgebung. Diese 4 Forschungen hätte ich allerdings gern. Das heißt, wir fliegen mal in den Orbit rein. Und werden dann erstmal eine Station bauen. Und wenn wir später diesen Planet besiedeln, dann können wir die Forschungsstation auch wieder abreißen. Ingenieurlabor 1 ist fertig. Neue Forschung. Gucken wir mal rein. Oh, das ist auch interessant. Wir könnten Nanokompositpanzerung bauen. Die geben uns mehr Hülle. Kosten keine Energie. Also wir können die Schiffe, wir gucken später mal rein, in den Schiffsdesigner einmal mit Schilden ausstatten. Die verbrauchen natürlich auch Energie. Oder eben mit diesen Panzerungen, die verbrauchen keine Energie. Panzerungen sind anfällig gegen Laser, dafür relativ gut gegen Raketen. Schilde ist genau andersrum. Schilde sind effektiv gegen Laser, wehren Laserfeuer gut ab. Raketen kommen aber relativ problemlos durch die Schilde durch. Deswegen muss man sich auch so ein bisschen
bei dem Schiffsbau nach dem Gegner richten. Ja, das kann man dann variieren. Wir hätten allerdings auch eine Verteidigungsplattform. Dies ermöglicht den Bau von Verteidigungsplattformen im Weltraum fernab der Schwerkraftbereiche planetarer Körper. Was ist das? Ich zeige es euch mal kurz. Anhand der Sonne. Wir könnten in diesem Bereich hier diese Plattform wahrscheinlich bauen. Ja, ihr seht ja, hier sind immer diese Pfeile, in welches System das alles geht. Und hätten wir jetzt irgendwo ein System nahe der Grenze, angenommen im Kate-System wäre jetzt eine befeindete Rasse, wo wir befürchten müssten, dass die uns angreifen oder uns vielleicht einen Krieg erklären könnten. Dann könnten wir hier, wo dieser Pfeil ist, vom Kate-System so eine Plattform bauen. Die Aliens, die mit ihren Schiffen uns angreifen, die müssten hier ankommen. Weil alles, was aus dem Kate-System kommt, kommt hier an. Und würden sofort in unsere Verteidigungsplattform laufen. Würde die sofort angreifen, die feindlichen Schiffe. Und wir hätten Zeit und Möglichkeiten, unsere Flotten zusammenzuziehen. Das sind wahrscheinlich diese Verteidigungsplattformen. Nachteil ist, kommen feindliche Space-Amöben rein, greifen die, glaube ich, auch an. Und dann ja, werden unsere Verteidigungsplattformen wieder platt gemacht. Weil die sind doch noch recht stark. Lass mal erstmal sein. Wir nehmen erstmal die Panzerung. Dauert 18 Monate. Eventuell kommt nochmal die Verteidigungsplattform. Dann nehmen wir sie mit. Wenn nicht, dann nicht. Dann müssen wir. Ich meine, wir tun ja dann eh, da wo Krieg ist, in der Regel auch unsere Flotten hin beordern. Nur mal zur Erklärung. Okay. Ansonsten, was auffällt, wir haben bisher noch keine Rasse gefunden. Wir haben weder eine Prewarp-Rasse gefunden, noch bisher. Wieder Melder am Amöben. Noch bisher andere Reiche. Also das System nicht erforschen und dafür mal hier. Ja, das fällt auf. Also wir haben hier echt viel Platz, um uns auszubreiten. Research complete. Anomaly found. Gut, eine Anomalie. In der Umlaufbahn dieses Mondes befindet sich ein Klasse 12 Asteroid. Was das ist, weiß ich nicht. Die Umlaufbahn des kleinen Planetoiden scheint viel zu stabil, um natürlichen Ursprungs zu sein. 15% Fehlschlagsrisiko, Stufe 1, wir sind Level 3 oder Fähigkeiten Stufe 3. Nehmen wir glatt mit. Und wir haben hier wieder eine Forschung. Unser Gaylord kann was erforschen. Das sind interessante Optionen. Wir könnten die Forschungsgeschwindigkeit um 5% erhöhen. Ich glaube, das betrifft nur den Tech Tree, soweit ich weiß. Wir könnten allerdings auch hier ein Energiehub Level 1 bauen. Das ist planetar einzigartig, produziert 3 Energie und erhöht die Feldproduktion nochmal um 10% auf dem Planeten. Das ist hilfreich, um Planeten zu spezialisieren später. Oder eben Schilde. Schilde sind auch nicht schlecht, weil wir ja auch schon die Panzerungen erforschen. Wenn wir dann noch die Schilde haben und wir treffen auf eine Spezies, auf ein Reich, was uns feindlich gesinnt ist, dann können wir dann nachschauen und variieren. Kämpfen die mit Raketen, dann können wir Panzerungen nehmen. Oder kämpfen die mit Lasern, dann können wir die Deflektoren einbauen. Dauert auch nur 29 Monate. Nehmen wir mit. Gut. Ja, das sind so, wie gesagt, so diese taktischen Überlegungen, die man immer hat. Ja, ansonsten, der Start ist, wie gesagt, suboptimal. Also, vom Start kann man fast nicht mehr reden. Wir sind ja schon mitten im Spiel. Haben noch keine andere Rasse gefunden, noch kein Reich gefunden. Das wundert mich echt.
Also wir haben hier theoretisch das ganze Gebiet für uns. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Kann natürlich sein, dass hier ein Reich hier sitzt mit seinem Hauptplaneten und wir haben es noch nicht entdeckt. Und sobald wir mal Kontakt aufnimmt, ist auf einmal hier alles schon feindlich. Also, ja, noch nicht so sicher sein, dass hier wirklich keiner in der unmittelbaren Nähe ist. Das kann auch ganz anders laufen. Research complete. Gut, Biolabor 1 ist fertig. Ian Griffin, was kannst du machen? Grenzklinik hatten wir schon mal zum oder als Angebot. Orbital Hydrokulturform, das ist interessant. Wir könnten hier drei, das wäre für später vor allen Dingen interessant, drei Nahrung für den Planeten. Das wäre sogar für die Erde interessant. Oder hier die Forschungsdaten. Erkundungsdaten. Grenzreichweite plus 20% wäre auch toll. Dauert 35 Monate, es dauert 14 Monate. Wir nehmen erstmal die Orbitalhydrokulturfarm mit. Warum? Ganz einfach. Wenn wir mal auf die Sonne gehen, hier auf die Erde. Und wir sehen, dass wir nur noch plus 2 an Nahrung haben. Dann wachsen unsere Bürger langsamer. Das Thema ist, wenn ich irgendwann hier ein Wachstum haben möchte, muss ich hier freiräumen und muss dann hier wieder eine Fläche belegen für Nahrung. Ja, hier hätten wir nochmal eins mit Nahrung, hier können wir nochmal eine Kultur drauf farmen, Kulturfarm drauf bauen. Kulturfarm, okay, eine Kulturfarm drauf bauen. Dann hätten wir hier wieder ein bisschen Nahrung, würde allerdings nicht reichen, um dann die restlichen Bürger hier noch abzudecken. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich eins von diesen drei Feldern ebenfalls nochmal belegen mit einer Hydrokulturfarm. Wenn ich jetzt dieses Modul im Orbit baue, dann würde ich plus 3, die ich ja auch hier bekomme, wenn wir die Hydrokulturfarm 2 erforscht haben, bauen wir die da drauf, dann bekommen wir auch plus 3 Nahrung auf diesem Feld. Bauen wir dieses Modul allerdings im Orbit, und dazu haben wir ja den Platz in unserer Station, dann haben wir hier ein Feld mehr hier unten frei, wo wir dann für was anderes nehmen können, Bergbau oder Forschung oder Credits oder irgendwas. Deswegen ist das ganz sinnvoll. Ja, wir haben hier diese Module, die schalten sich ja nach und nach frei. Dann können wir dann hier zum Beispiel einen Korvette-Montagebereich bauen. Solarfeldnetzwerk haben wir schon. Und wenn wir hier mal auf Bauen gehen, haben wir auch schon die Verbesserung Stufe 2. Das schaltet wieder Modul frei. Und wenn wir die Stufe 3, die wir auch schon angeboten hatten, erforschen, haben wir das nächste Modul. Deswegen finde ich das ganz sinnvoll. Wir haben hier immer noch, das fällt mir jetzt erst auf Titan. Wo steckt denn unser Leonid? Hier hinten. Okay. Dann sollten wir mal kurz zurück zur Erde fliegen, wenn wir das System erforscht haben. Und holen uns mal noch diese Anomalie. Das habe ich komplett verdrängt. Durch dieses Ganze auf dem Mars, auf dem Mars, auf dem Mars, habe ich das auf Titan völlig vergessen. Gut. Soll doch mal wieder Play machen. Genau, also das zur Erklärung mit diesen Modulen. Wieso, weshalb, warum, ist so meine Überlegung, warum das sinnvoll ist, diese Module in den Stationen einzubauen, weil diese Module, den Platz haben wir mit jeder Forschung, die wir abschließen und mit jeder Verbesserung, die wir bauen in unseren, ich zeige euch das nochmal kurz zur Erklärung, in unserem Raumhäfen hier, müssen wir diese Verbesserungen bauen, um auch bessere Schiffe bauen zu können. Das heißt, ich kann hier keine Zerstörer bauen, auch wenn wir es erforscht haben, mit einer, sagen wir mal, Stufe 1 Raumhafen. Ja, das geht nicht. Ich muss einen Raumhafen Stufe 3 haben, zum Beispiel, um Zerstörer bauen zu können. Muss ich. Das heißt, ich muss die Verbesserungen bauen und mit jeder Verbesserung kommen die Module rein. Das heißt, diese Module, die wir hier einbauen, spart uns jeweils einen Platz auf dem Planeten. Ja, wir können nochmal hier schauen. Wir können zum Beispiel hier auch ein Solarfeldnetzwerk bauen. Das bringt uns 3 Credits. Und auch das bringt uns auf der Oberfläche, wenn wir hier mal bauen würden,
Kraftwerk 1 bringt uns auch 3 Credits. Würden wir jetzt Bedarf haben an Credits, müssten wir dann theoretisch hier auch wieder eine Fläche belegen, nur für Credits. Wenn wir das allerdings im Orbit bauen können, haben wir diese Fläche wieder frei für was anderes. Forschung, whatever. Deswegen ist das sehr, sehr sinnvoll. Was haben wir hier? Abgeschleppter Asteroid. Das war der Asteroid der dieser Klasse 12. Aus irgendeinem Grund hat jemand einen Asteroiden in eine stabile Umlaufbahn um Sym 1A geschleppt. Auf der Oberfläche finden sich noch immer gewaltige Triebwerke und Bremsschubdüsen, die hierfür verantwortlich ist. Hat auch die Mineralien des Asteroiden abgebaut, wobei diese Bemühungen anscheinend nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurden. Wer auch immer hierfür verantwortlich ist, okay. Bringt uns plus 3. Ja, das ist super. Das ist super. Ja. Ich war gerade am Überlegen, ob ich vielleicht jetzt mein Konstruktionsschiff, weil wir haben ja wieder genug Kristalle, Mineralien, auf Reise schick. Wir haben hier immer noch nur unseren Bereich. Das heißt, wir können hier nur Forschung im Moment machen, bauen. Entweder plus 2 für unsere Ingenieursforschung oder plus 4 für unsere Sozialforschung. Und ich denke, wir haben das eh schon im Orbit. Wir bauen jetzt hier eine Forschungsstation und holen uns das vielleicht später. Credits, wie gesagt, haben wir hier auch noch. Sirius braucht man nicht. Selbst wenn wir nachher kurz ins Minus rutschen, 519 Credits, das haben wir über Jahre ausgesorgt. Okay, ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenende. Ja, wir kommen im Moment noch nicht wirklich voran, müssen mal schauen. Unser Kolonieschiff ist gerade in der Mache, das passt soweit, sobald wieder das gebaut ist. Ja, suchen wir uns einen hübschen Planeten raus und dann werden wir den besiedeln. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns hier an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.